Katzen stellen uns jeden Tag vor neue Rätsel. Gänzlich verstehen werden wir sie wohl nie. Dazu gehört auch, dass unsere Miezen selbstständig und gefühlt von jetzt auf gleich beschließen können, dass sie keine Lust mehr auf uns haben und ausziehen. Das kommt sogar häufiger vor, als du jetzt vielleicht denken magst. Und das kann bei Wohnungskatzen ebenso passieren wie bei Freigängern, die natürlich problemlos beschließen können, einfach nicht mehr zurückzukommen. Aber woran liegt das? Und würde deine Katze dich wirklich einfach so für einen neuen Dosenöffner verlassen? Das erfährst du in diesem Video. Meine Katze ist ausgezogen. Warum nur? Hat deine Katze Abwanderungsgedanken, passiert das nicht wirklich von einem Tag auf den anderen. Tatsächlich plant sie das gewissermaßen und hinterlässt auch ausreichend Hinweise für dich, dass sie mit der aktuellen Wohnsituation und vielleicht auch mit dir nicht mehr zufrieden ist. Für dich bricht dabei vielleicht eine Welt zusammen, schließlich hast du immer gedacht, du machst alles richtig. Warum also sollte sie zu einem anderen Menschen ziehen wollen? Und wieso denken diese Menschen, dass sie deine Miete einfach behalten können? Fakt ist, dass deine Katze selber entscheidet, wer ihr gut tut und wer nicht. Und da kannst du dich nach dem Auszug auf den Kopf stellen. Sie wird dann wahrscheinlich nicht mehr freiwillig zu dir zurückkommen. Gründe für dieses Verhalten gibt es mehrere und ebenso Dinge, die du möglicherweise tun kannst, um den Katzenauszug noch zu verhindern. Grund Nummer 1. In deinem bzw. ihrem Zuhause hat sich etwas verändert. Katzen sind territoriale Tiere. Das heißt, dein Zuhause ist nach ihrem Einzug auch ihr Zuhause geworden. Und das hat sie nicht nur markiert, sondern sich hier auch ihre Lieblingsplätzchen ausgesucht. Jede Mieze hat einen Ort, an dem sie am liebsten entspannt schläft oder spielt. Ist deine Katze eine Einzelmieze, kann es für sie zum absoluten Super-GAU kommen, wenn du beschließt, für sie einen Spielkameraden ins Haus zu holen. Du denkst, so tust du ihr etwas Gutes. Sie wiederum denkt, dass du sie nicht mehr alle hast. Schließlich ist das ihr Heim, ihre Ecken und ihr Spielzeug. Und was soll sie jetzt bitte mit dem nervigen kleinen Fellball anstellen, der ihr ständig auf die Nerven geht und mit ihr kuscheln will? Schaffst du es nicht, diese beiden Charaktere langsam und sehr vorsichtig aneinander zu gewöhnen, wird sich deine Mieze möglicherweise zurückgesetzt, bedroht oder gestresst fühlen und sich auf die Suche nach einem neuen Zuhause machen, in dem sie die alleinige Herrscherin ist. Natürlich kann es auch passieren, dass die beiden Miezen einfach nicht zueinander passen oder aber, dass deine Katze trotz langsamer Eingewöhnung doch lieber alleine bleiben will. Das allerdings ist eher die Seltenheit. Grund Nummer 2. Du und dein Partner oder deine Partnerin haben Nachwuchs bekommen. Das ist für euch das Glück auf Erden, für eure Mieze dagegen die Hölle auf Erden. Ständig ist der kleine Zwerg am Schreien, andauernd möchte er Aufmerksamkeit und ständig dreht sich alles nur noch um ihn. Wo bleib ich denn nun, wird sich deine Mieze vielleicht fragen. Klar bekommt sie noch ihr Futter, auch wirst du dich noch mit ihr beschäftigen, aber die Zeiten, in denen sich alles ausschließlich um sie drehte, sind vorbei. Und das findet deine Katze unter Umständen ganz und gar nicht witzig. Auch hier könnte es passieren, dass sie sich nach einem neuen Zuhause umschaut, in dem es keine Babys gibt und in der sie von vorne bis hinten betüdelt wird, so wie sie es kannte und natürlich auch verdient. Klar, ein Baby muss nicht gleich zum Auszug deiner Fellnase führen und auch hier kannst du es mit Geduld und Fingerspitzengefühl schaffen, dass sich deine Mieze mit der dauerhaft neuen Situation gut arrangiert und sich vielleicht sogar in den kleinen Schreihals verliebt. Grund Nummer 3. Dein Beziehungsstatus hat sich geändert. Das kann sowohl der Fall sein, wenn dein Partner ausgezogen ist, als auch wenn du als Single eine neue Person kennengelernt hast. Vor allem bei dieser Konstellation kann deine Mieze wirklich genervt reagieren. Vielleicht kennt sie dich nur als Einzelperson und hat sich entsprechend an dich gewöhnt und dich als Lieblingsmenschen ins Katzenherz geschlossen. Vielleicht ist dein Partner auch jemand, der Katzen absolut nicht ausstehen kann, was er die Mieze dann auch spüren lässt. Die Folge kann sein, dass deine Fellnase sich ungeliebt fühlt oder vielleicht sogar bedroht, was zusätzlich dadurch verschlimmert wird, dass du mehr Zeit für deine neue Liebe aufwendest als für deine Mieze. Selbstverständlich muss das nicht gleich zum Wohnungswechsel führen. Aber mal ganz ehrlich und unter uns, jemand, der keine Katzen mag? Ich weiß ja nicht. Grund Nummer 4. Du kümmerst dich nicht ausreichend um deine Katze. Es reicht nicht, wenn du deiner Katze mehrmals täglich das Futter hinstellst, das Klo säuberst und das Wasser wechselst.
Auch reicht es nicht, wenn du sie anstandshalber ein paar Mal am Tag streichelst und dann meinst, dass deine Pflichten als guter Katzenhalter damit erfüllt wären. Gut, es kann sein, dass du Vollzeit arbeitest und somit einen Großteil des Tages nicht zu Hause bist. Dennoch solltest du diese für deine Miete verlorene Zeit spätestens dann aufarbeiten, wenn du daheim bist. Schließlich vermisst dich deine kleine Samtpfote, wenn du nicht da bist und freut sich, wenn du wiederkommst. Hältst du es dennoch für nicht nötig, dich ausreichend mit ihr zu beschäftigen und ihr zu zeigen, wie wichtig sie für dich ist, sieht sie auch keinen Grund mehr, bei dir zu bleiben. Schließlich wird es irgendwo einen Menschen geben, der gar nicht genug von ihr kriegen kann und der sich um sie kümmern will. Das gilt übrigens auch, wenn du deine Miete für deine Kinder ins Haus geholt hast und diese in ihr lediglich ein besseres Spielzeug sehen. Wenn es blöd läuft, wird deine Katze dann jede Gelegenheit nutzen, um auszureißen. Sich alle paar Tage am Schwanz ziehen zu lassen und ansonsten nicht beachtet zu werden, hat sie nun wirklich nicht nötig. Ergo wird sie sich auf die Suche nach jemandem machen, der sich für sie ein Bein ausreißen würde und dann auch bei dieser Person bleiben. Grund Nummer 5. Deine Katze hatte noch nie wirklich Bock auf dich. Soll heißen, dass die Beziehung zwischen dir und deiner Mieze von Anfang an holprig war, die Chemie stimmt einfach nicht. Häufig handelt es sich bei diesen Katzen um Tiere, die in der Prägungsphase zu wenig Kontakt zu Menschen hatten oder aber um solche, die mit den Menschen, bei denen sie gelebt haben, schlechte Erfahrungen gemacht haben. Diese Fellnasen sind meist auch nach mehreren Jahren nicht besonders anhänglich und treiben sich, sofern Freigänger, ohnehin mehr draußen rum, als dass sie deine Nähe suchen würden. Diese Miezen sehen in dir tatsächlich nicht viel mehr als einen Dosenöffner und einen netten Streichler und kommen maximal zu den Fütterungszeiten nach Hause. Hier kannst du nichts weiter tun, als dich damit abzufinden und zu hoffen, dass der Hunger sie zu dir zurücktreibt. Deine Katze würde dich also wirklich für einen anderen Dosenöffner verlassen und in einigen Fällen wäre es für die Mieze sogar tatsächlich besser, wenn du dich damit abfindest, dass jemand anderes besser geeignet ist für sie. Mindestens aber klar zu hinterfragen, was die Gründe sind, dass deine Katze ausgezogen ist und diese Dinge dann zu ändern, anstatt den Stubentiger nur einzufangen, in die Wohnung zurückzuholen und so weiterzumachen wie vorher. Denn sei mal ehrlich, würdest du bei jemandem bleiben, der deinem Gefühl nach nicht gut für dich ist, oder zu jemandem gehen, der dich wertschätzt? Nichts anderes machen Katzen, wenn sie auf der Suche nach einem glücklichen Zuhause sind. Die gute Nachricht ist, es liegt häufig an dir, deine Katze davon zu überzeugen, dass sie es bei dir am besten hat, und du kannst einiges dafür tun, um ihr das zu vermitteln. Das A und O ist, zeige deiner Mieze, wie sehr du an ihr hängst und lerne ihr Verhalten richtig zu deuten. Sie wird dir meistens bereits Wochen vor einem möglichen Auszug signalisieren, dass jetzt Handlungsbedarf besteht. Möchtest du jetzt noch wissen, was Katzen ebenfalls absolut nicht ausstehen können und was sie sogar zum Abwandern motivieren könnte? Dann klick auf das linke Bild. Dort kommst du zum Video, in dem wir dir 10 dumme Fehler aufzeigen, die du mit deiner Mieze machen kannst. Mit einem Klick auf das rechte Bild kommst du zum Video, in dem wir dir in 6 Schritten zeigen, wie du deine Katze artgerecht hältst.